Anlässe zum Feiern, die gibt es ja wirklich genug. Ob Geburtstag, Jubiläum oder die üblichen Festtage. Aber was braucht man, damit es eine richtig unvergessliche Feier wird? Ich lasse für Sie die Sektkorken knallen und finde raus, woran erkenne ich eigentlich richtig guten Sekt? Traditionelle Flaschengärung, das ist das, was uns Fachleute so das Herz auch höher schlagen lässt. So, endlich Schluss mit fertigem Käsefondue aus der Packung und auch mit allzu simplen Raclette-Fännchen. Ich hole mir die Tipps vom Profi, die garantiert schmecken. Boah, ist das lecker. Eine schön gedeckte Tafel, günstig und nachhaltig. Was braucht man dafür? Ich habe für das, was ich heute vorbereitet habe, hier für unsere Zuschauer, habe ich überhaupt kein Geld ausgegeben. Yvonne Willigs macht den Haushaltscheck. Ihr Thema heute, festliche Klassiker im Check. So gut sind Fondue, Raclette und Sekt. Wir Deutschen sind Weltmeister im Sekttrinken. Keine Nation lässt so gerne die Korken knallen. Am liebsten mit trockenen und halbtrockenen Sekten. Doch schmeckt man bei der klassischen Supermarktware Unterschiede? Sekt im Check. Prickelnder Genuss oder Schaumschläger? Ich lade zum Sektempfang auf dem Mörser Wochenmarkt. Hier will ich herausfinden, welcher Schaumwein trifft den Geschmack der Masse am besten. Yvonne hat 4 halbtrockene Sekte eingekauft. Der Stolzenfels von Aldi für 2,99 Euro pro Flasche. Einen Sekt von Faber für 3,49 Euro. Den deutschen Marktführer Rotkäppchen für 4,49 Euro. Und den spanischen Cava von Fregenet für 5,99 Euro. Erstmal Prost. Zum Wohle. Ja. Zum Wohle. Zum Wohle. Prost, liebe Jungen. Unsere Verkoster wissen natürlich nicht, welche Marke sie gerade probieren. Zuerst serviert Yvonne im gelb markierten Glas den Stolzenfeld-Sekt. Kann die günstigste Sorte überzeugen? Nee? Nee. Nicht so gut. Okay. Süßlich. Süßlich? Ja, der ist so, ne? Ja, der ist süffig. Ja, süffig, okay. Süffig hört sich gut an. Ist das aus Wein gemacht oder aus Äpfel? Also schmeckt ihn nicht? Nee. Nee, okay. Ja, da ist so ein Touch. Auch noch zu süß. Süßer Stolzenfels. Da sind sich unsere Tester einig. Und wie sieht es mit dem Sekt von Faber aus? Oh, der hat auch was. Besser oder schlechter? Ich würde sagen besser. Trocken. Zu trocken für einen halbtrockenen? Nee, der ist gut. Der ist gut? Okay. Aber der ist noch ein bisschen süßer, oder? Da schmecke ich jetzt gar keinen großen Unterschied. Also eine Sauce Hollandaise würde ich daraus nicht machen. Okay, also nicht so gut. Ja, trinkbar. Der ist mir zu süß. Der ist mir auch. Zu süß. Der ist besser. Besser, weil? Weil süßer. Ich meine, der wäre süßer. Nicht so quietschesüß wie der erste. Okay. Geteilte Meinungen bei Orange. Als nächstes der Sekt aus dem Hause Rotkäppchen Mumm. Oh, der ist aber nicht schlecht. Nee, den kann man trinken. Ja? Gut. Bitte trocken im Hals. Kratz im Hals. Boah. Das Prickelnde schmeckt mir bisher am besten. Der ist jetzt ein bisschen herber, ne? Ja, der ist ein bisschen... Ein bisschen säuerlicher. Der ist ein bisschen stärker. Also zu herb? Herb, oder herb. Obwohl auch halbtrocken, schmeckt dieser Sekt weit weniger süß als die anderen. Und der von Fregenet. Der ist spritzig, ne? Der ist gut. Der ist gut? Der ist gut. Mein Gott, der schmeckt uns bald auch am besten von den anderen. Jetzt am besten? Ja. Mhm. Tatsächlich? Warum denn? Oh, der prickelt sich schön auf die Zunge. Gut. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Der ist so ein bisschen, zieht so ein bisschen nach, aber schmeckt auch sehr gut. Der ist aber auch gut. Das könnte der Rotköpfchen sein. Mhm. Ja. Ich nehme den blauen auch. Oder halt, ja. Ich nehme den blauen. 19 Sektfans haben sich durch 4 Sorten probiert. Für den Favoriten wandert je ein Korken in den farblich passenden Kühler. Der erste. Der erste ist es? Mhm. Ja, spannend. Wunderbar. Dann dürfen Sie in den gelben einmal einen Korken reintun. Und mir wird sofort souffliert, was der erste denn gewesen ist. Aldi Stolzenfels. Was? Tatsächlich. Das ist tatsächlich der Discounter-Sekt. Nee. Sie brauchen gar nicht so viel ausgeben. Ihnen hat jetzt tatsächlich der Stolzenfels am besten geschmeckt. Ja, ist ja gut. Ich habe bald eine große Feier.
Das Endergebnis. Obwohl der Stolzenfeld-Sekt vom Discounter diese Dame überzeugen konnte, landet er mit nur 2 Korken, Stimmen, auf dem letzten Platz. Darauf folgt mit 4 Korken der Sekt von Faber. Beide Sorten waren unseren Verkostern zu süß. Der herbere Sekt von Rotkäppchen sagte 6 Verkostern zu und landet so auf dem 2. Platz. Sieger der Verkostung mit 7 Stimmen, der Cava von Fregenet. Ja, was für eine launige Sektverkostung hier auf dem Mörser-Wochenmarkt. Rausgekommen ist, dass die Mörserinnen und Mörser Massengeschmack haben, denn die Global Player haben gewonnen. Einmal Fregenet mit 7 und Rotkäppchen mit 6 Sektkorken, die hier drin stecken. Woran liegt das denn? Sind wir diesen Geschmack so gewöhnt? Erkennen wir den sofort wieder? Und wie kriegen die Hersteller das eigentlich hin, dass der Sekt immer gleich schmeckt? Das will Yvonne später noch beim deutschen Marktführer herausfinden. Vorher kümmern wir uns aber um das leibliche Wohl. Raclette oder Fondue? Diese Frage spaltet zu den Feiertagen viele Haushalte. Während 40% lieber Fondue zubereiten, bevorzugen 60% geschmolzenen Käse aus dem Pfännchen. Kombigeräte versprechen dagegen, alle Geschmäcker zu bedienen. Aber was taugen die? Kombigeräte im Check. Raclette und Fondue in einem. Wir haben 3 Geräte ausgewählt. Ein günstiges Modell der Lidl-Eigenmarke Silvercrest für 39,99 Euro. Ein mittelpreisiges Gerät von Severin für 129,90 Euro. Und eines von WMF für 279 Euro. Die Geräte werden für mich von Moni und Lothar Prein getestet. Sie starten Ihren Test mit dem Gerät von Silvercrest für 39,99 Euro. Alle Funktionen der Modelle werden von unserem Paar auf Herz und Nieren geprüft und miteinander verglichen. An dem Pfännchen sieht man jetzt ganz deutlich, was ich rausgeholt habe, dass hier im inneren Bereich der Käse schon langsam anfängt, braun zu werden. Hier ist er normal verlaufen und hier außen, da ist er noch gar nicht so richtig verlaufen, also da fehlt viel Temperatur. So ganz gleichmäßig schmilzt der Käse nicht dahin. Und wie sieht es mit dem Grillgut aus? Das sieht richtig gut aus. An allen Seiten ist das Fleisch prima, heiß geworden. Kann man nicht meckern. Die Grillplatte bewährt sich. Auf ihr steht auch der Fondue-Topf. Der ganze Topf, ich zeige das jetzt mal hier, ist so frei verschiebbar auf der Platte. Und selbst im Fall, man macht mal eine unbedachte Bewegung hier über den Tisch, könnte es passieren bei diesem Gerät, dass der ganze Topf umfliegt und das ganze heiße Öl sich über irgendwas ergießt. Ich finde das sehr gefährlich. Auch die Handhabung ist nicht optimal. Ich habe jetzt hier ein echtes Problem. Die Gabeln haben sich alle untereinander verhakt irgendwie. Und wenn ich den... der Spritzschutz hat sich gelockert. Hilfe. Ein Moment. Ich muss mal eben hier ein Hilfswerkzeug nehmen. So, jetzt habe ich ihn wieder drauf. Das ist irgendwie nicht so gut gelöst. Genuss mit Abstrichen beim günstigen Modell. Wie sich die anderen Geräte bewähren, sehen wir später. Wem läuft bei geschmolzenem Käse nicht das Wasser im Mund zusammen? Ich will wissen, wie kann man Käsefondue und abwechslungsreiches Raclette einfach selber machen? Käsiger Genuss. Variationen für Raclette und Fondue. Ja, ich habe ja bislang gedacht, ne, für mein Raclette zu Hause brauche ich einfach nur schlichten Raclette-Käse. Aber das Ganze kann natürlich vielfältiger daherkommen. Wie das Ganze funktioniert und vor allen Dingen, was es für Rezepte gibt, damit wir nicht jeden Tag das gleiche Pfännchen machen, wenn wir unser Raclette-Gerät auf den Tisch stellen, das kriege ich jetzt beigebracht und zwar von Ihnen. René Abgotsbon betreibt die Schweizer Kochschule in Düsseldorf und serviert Yvonne heute Rezepte aus seiner Heimatküche. Ein echter Schweizer und Raclette und auch Käsefondue, das ist ja nun mal in der Schweiz total zu Hause. Ne? Warum ist das eigentlich so? Also natürlich, die Schweiz ist bekannt als Käseland. Und Berg und Wald und Seen und Käse, das passt einfach alles zusammen. Das Käsefondue oder auch das Raclette, das ist nicht ein Wintergericht, sondern das ist ein Jahresgericht. Und wie das gemacht wird, lerne ich jetzt. Das wird mein erstes selbstgemachtes Käsefondue. Dafür braucht Yvonne zu gleichen Teilen Gruyère, Appenzeller und Raclette-Käse. Weißwein, Maisstärke, Kirschwasser und Knoblauch. Erster Schritt, den Käse grob reiben.
Wie viel Käse rechne ich denn pro Person beim Käsefondue? Wenn man es zu Hause Käsefondue macht, hat man ja, zu Hause hat man immer ein bisschen mehr Hunger. Ja. Und daher würde ich empfehlen, passt auch 250 Gramm pro Person. Ja. 500 Gramm Käse. Der Caculon wird mit Knoblauch eingerieben, dann wird trockener Weißwein aufgekocht. Alternativ geht es auch mit Wasser. Ein bisschen Salz und Pfeffer noch dazu und den restlichen Knoblauch. Dann warten, bis es aufkocht. René bereitet parallel eine Variante mit Tomaten zu. Also, jetzt hat es aber einmal ordentlich durchgewallert, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Jetzt kann ich den Käse dazu tun. Also, ja. Ja? Jetzt geht's. Und was nehmen Sie jetzt zuerst? Ich würde jetzt zuerst den harten Käse nehmen, ne? Und genau, richtig. Weil der braucht ja am längsten. Er braucht am längsten. Und welcher ist das? Das ist der Gruyère. Ja, sehr gut, sehr gut. Gut aufgepasst. Ein bisschen Angst gehabt, ne? Ja. Nach und nach kommen dann die weicheren Käsesorten hinzu. Falls jetzt von unserem leckeren Käsefondue was überbleibt, ne, kann ich das dann am nächsten Tag wieder erwärmen? Das geht. Wenn es zu dick ist, kann man ein bisschen Weißwein drauf machen oder dann ein bisschen Schnaps mit reinmachen. Während der Käse schmilzt, einen Löffel Maisstärke mit einem Schnapsglas Kirschwasser mischen, einrühren und einkochen lassen. Und schon kann probiert werden. Boah, ist das lecker. Bitte probieren Sie mal, ich finde es super. Also, nochmal ein Brot an die Gabel, und zwar an der Kruste ein bisschen, die Kruste ein bisschen an der Gabelspitze festmachen, dann fällt es nicht runter. Sollte es aber runterfallen, dann ist das ein Brauch bei uns in der Schweiz, dass man ein Liedlein singen soll. Ne? Je später der Abend wird, desto lustiger werden die Lieder, oder? Genau. Ah, ist gut geworden, köstlich. Oder? Köstlich, es ist so ist köstlich. Also, nehm jetzt noch ein Stück, weil... Und ich meine, ganz ehrlich, da ist jetzt echt kein Geheimnis dabei, ne? Rezept im Internet. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Eine typisch Schweizer Variante ist das Walliser Tomatenkäsefondue, das klassisch mit Kartoffeln serviert wird. Guten Appetit. Dankeschön. So, ich finde, das ist ja super mit dieser Säure von den Tomaten. Richtig lecker. Und dann der Käse dazu, das ist richtig lecker. Ein Genuss. Und das ist jetzt interessant. Das ist jetzt interessant, dass man eben jede einzelne Zutat hier herauslegt. Ja. So, Käsefondue abgeschlossen. Jetzt kommen wir zum Raclette. Aber jetzt geht es für Yvonne erstmal gut gestärkt nach Freiburg in Sachsen-Anhalt. Hier darf sie hinter die Kulissen der größten Sektproduktion des Landes schauen. Mehr als eine halbe Million Flaschen vom Lieblingssekt der Deutschen werden hier täglich abgefüllt. Und jede muss gleich schmecken. Wie geht das? Schaumwein für alle. Hinter den Kulissen der Großproduktion. Durch die Herstellung führt heute Werksleiter Markus Frank. Hallo. Hallo. Sie warten auf mich, aber noch nicht so lange, hoffentlich. Noch nicht so lange, nein. Ja, seit 1856 Rotkäppchen. Das ist also ein uralter Familienbetrieb, ne? Genau so ist es. Ja, und ich darf mir das heute ein bisschen mit angucken. Wo fangen wir denn an? Wir fangen in den Wein- und Gärhallen an. Ja. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Und die Wein- und Gärhallen finde ich wo? Die sind hier oben. Da. Wir gehen den Berg nach oben. Na, dann machen wir das. Auf den Sekt zu. Wir werden angezogen. Erste Station, die Weinanlieferung. Und zwar ist es so, dass einmal im Jahr unsere Önologen, also die Weinkundigen, die verantwortlich für die rotkäppigen Cuvées sind, zusammenkommen und die rotkäppigen Komposition kreieren. Und die müssen die jedes Jahr wieder aufs Neue kreieren? Jedes Jahr wieder aufs Neue. Der muss ja jetzt aber 1993 genauso schmecken wie im Jahr 2023. Genau. Und wie kriegt man das hin? Das kriegt man hin, indem man sehr talentierte und geschulte Leute haben, die genau das verkosten und über die Verkostung praktisch jedes Mal die gleiche Cuvée erstellen. Und Cuvée heißt immer, für die Leute, die jetzt nicht so im Wein, nicht schon so viele Weinproben gemacht haben wie ich, Cuvée heißt immer, dass da mehrere Weine zusammen... Genau. Eine Komposition aus mehreren komponiert Weinen. Komponiert werden, genau. Ich hätte zusammengeschmissen gesagt. Zusammengeschmissen. Aber komponiert hört sich natürlich viel, viel besser an. Was sind das für Trauben? Das ist eine Cuvée.
Ja, genau, aber unterschiedlich, ja. Das sind unterschiedliche Kürbisse. Ja, was, genau. Was haben wir denn? Haben wir da einen Riesling mit drin oder ein Sauvignon, keine Ahnung was? Unterschiedliche Weißweintrauben oder ist das? Ja, das sind unterschiedliche Weißweintrauben drin. Man muss unterscheiden zwischen der Rotkäppchen-Tradition und der Rotkäppchen-Flaschengärung. Okay. Ja, Rotkäppchen-Flaschengärung ist Riesling, Spätburgunder, Rosé oder Chardonnay. Da ist es die Traube, die ich gerade genannt habe. Und das, was ich im Supermarkt kaufe, also das ganz normale? Das sind mehrere Weinsorten. Ja, ja, aber welches? Ist das ein Geheimnis? Oder? Das ist ein Teil des Rotkäppchen-Geheimnisses. Okay, ja, da brauchen Sie mir. So. Das ist ja, weil Sie zögern so. Sie brauchen ja nur. Also, Sie brauchen mir gar nichts zu sagen. Ja. Aber ich hätte jetzt gesagt, Sie sagen, das ist ein bisschen Spätburgunder, ein bisschen Chardonnay, ein bisschen Riesling, ein bisschen keine Ahnung was. Hm. Spanischer Weißwein oder. Aber Sie wollen das nicht, das scheint ein Geheimnis zu sein, ein Familiengeheimnis. Nicht nur das Haus Rotkäppchen Mumm hütet seine Rezeptur. Auch die anderen Hersteller in unserer Sektverkostung hüllen sich in Schweigen, was die Rebsorten angeht. Nur bei Frégenet findet sich ein Hinweis auf die verwendeten Trauben. Der Sieger unserer Geschmacksprobe ist auch der einzige Sekt, der nicht in Tanks, sondern in der Flasche gärt. Was das bedeutet, lernt Yvonne später noch. Die Weine werden zunächst sortenrein in Tanks gelagert, bevor sie dann im Cuvée-Tank vermischt oder komponiert werden. Von dort geht es in die Filtrationsanlage. Hier werden die Grundsteine für das Prickeln gelegt. Dazu brauchen wir Hefe. Ja. Das ist die zweite alkoholische Gärung. Hat dann Sekt mehr Alkoholgehalt als Wein? Ja, genau, richtig. Okay. In der Regel 1 Volumenprozent mehr. Nur damit die Hefe was zum Knappern hat, braucht sie natürlich Zucker. Also das heißt, nach der Filtration Hefe und nochmal Zucker. Das kennen wir vom Backen, ne? Die Hefe braucht immer was zum Essen, damit die auch richtig loslegen kann. Die Reifezeit beträgt bei der Tankgärung mindestens ein halbes Jahr. Und jetzt darf ich endlich mal kosten. No. Das ist jetzt aber das, was ich nicht aber, sondern das ist das, was ich als trockenen Sekt bezeichnen würde. Genau, richtig. Mhm. Es ist Brut Natur, das heißt, es ist nahezu kein Zucker mehr enthalten. Bei meiner Verkostung hatte ein Sekt aus der Flaschengärung die Nase leicht vorn. Wo liegt der Unterschied? Man muss halt einfach wissen, was man möchte. Also bei der Flaschengärung ist es halt so, durch das, dass die Hefe längeren Kontakt hat, es ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass es mindestens 9 Monate sein muss, haben sie ja ganz andere Aromen. Also das heißt, es geht dann eher in das Hefigartigere, in das Brioche. Und bei den Tankgärsekten ist es halt so, dass die fruchtiger und spritziger schmecken. Ne? Im Endeffekt entscheidet der Kunde, was er gern trinken möchte. Immer, was einem am besten auf der Zunge mundet. Ne? Ja, genau. Kommen wir zum Abfüllen? Kommen wir zum Abfüllen. Nicht zum mich abfüllen, sondern den Sekt. Genau, das machen wir. Nach der Reifezeit kann der Sekt endlich abgefüllt werden. Erst bei diesem Schritt entsteht die Sorte. Je mehr Zucker hinzugegeben wird, desto lieblicher der Sekt. Rotkäppchen betreibt hier, eigenen Angaben zufolge, die größte Sektabfüllanlage der Welt. 450 Flaschen werden minütlich abgefüllt, verkorkt, verkapselt und etikettiert. Fertig ist die Flasche, die wir aus dem Supermarktregal kennen. Ja, im Grunde genommen ist es ja so, um die Gäste glücklich zu machen mit einem schönen Sektempfang, muss ich gar nicht tief in die Tasche greifen, aber ich muss auf die Expertise zurückgreifen, die Traditionsunternehmen haben. Das habe ich hier sehr eindrücklich gesehen. Also die kriegen eine gute Qualität, indem sie optimierte Arbeitsabläufe haben und eine gute Qualitätskontrolle. Und ich habe ganz viel gelernt. Ich wusste nicht, dass immer der trockenste Sekt die Grundlage, die Basis für alle anderen Sorten ist. Und mir ist auch nicht klar gewesen, dass es ein Cuvée ist und man auf die Flasche nicht draufschreiben muss, welche Trauben dort verwendet worden sind. Verbraucherfreundlich und transparent ist das in meinen Augen nicht. Darüber unterhalte ich mich später noch mit einem unabhängigen Experten. Zurück bei Familie Prein. Moni und Lothar testen mittlerweile das zweite Kombigerät der Marke Severin für 129,90 Euro. Ich gucke einfach nur mal so nach dieser Bräunung und ich stelle fest, dass die alle sehr gleichmäßig gebräunt sind. Da ist eins wie das andere. Das finde ich richtig prima. Auch die Grillplatte überzeugt. Was auch sehr schön ist, ist, dass man hier, weil das so eine schöne glatte Oberfläche hat, das, was hier oben ein bisschen angebraten ist vom Fleischsaft,
dass man das einfach wunderbar so abschabern kann. Die Temperatur von Raclette und Fondue kann bei diesem Modell getrennt voneinander geregelt werden. Der Fondue-Topf wird einfach in die Grillplatte eingesetzt. Irgendwie habe ich nicht so für alles richtig Platz in dem Topf, weil der ist ja nicht so groß, wie er sich hier oben zeigt, sondern er verjüngt sich ja um die Hälfte nach unten, wenn 8 Gäbelchen da drin stecken. Und ich will Gabel Nummer 1 ausziehen, da muss ich aber ganz vorsichtig sein, damit ich auch an den anderen Gabeln vorbeikomme. Das, was mir als Sicherheitsaspekt so gut gefällt, dass der Topf eingelassen ist, ist aber nachteilig für den Gebrauch. Der Spritzschutz von dem Ölgefäß hier, der funktioniert wirklich gut. Also hier spritzt jetzt nichts großartig raus, obwohl es jetzt wirklich gut am Rodeln ist. Also hier passiert gar nichts. Das ist wirklich eine feine Sache. Wie das letzte Gerät im Test abschneidet, schaue ich mir später an. Eine Sache hat mir nach meinem Besuch bei Rotkäppchen einfach keine Ruhe gelassen. Warum steht auf der Flasche nicht drauf, welche Weine drin stecken? Eine objektive Einschätzung erhofft sich Yvonne von Michael Kugel, Vorsitzender des Fachverbands unabhängiger Weinreferenten. Er kennt sich mit Schaumweinen bestens aus. Ich habe einen einzigen Supermarkt-Sekt bei meiner Recherche gefunden, wo draufsteht, was es für ein Wein ist. Hier steht drauf, deutscher Sekt Riesling. Das heißt dann, hier ist die Riesling-Sorte drin. Genau, also man muss eigentlich nur ganz genau das Etikett lesen und dann weiß man ja schon, was in der Flasche drin ist. Und wenn auf diesen Flaschen beispielsweise hier vorne, wenn da keinen Hinweis zu finden ist, wo der Wein herkommt, aus welcher Region, aus welcher Anbauzone oder welche Rebsorte dafür verwendet wurde, dann ist eben auch unglaublich viel drin. Wir sprechen dann von Cuvées, also eine Vermählung von ganz unterschiedlichen Herkünften. Jetzt. Bei ganz vielen Produkten haben wir einfach nicht diese Hinweise. Und da spielt es dann offensichtlich auch für den Konsumenten keine so eine große Rolle. Und das finde ich super spannend, weil ich ja immer wieder selber vorm Weinregal stehe, vorm Weinregal jetzt und gucke, ach, was ist das und was ist das für ein Jahrgang? Und dann google ich und sage mir, oh ja, das war damals ein guter Jahrgang, das kann ich jetzt mitnehmen und so. Spielt das für uns Verbraucher wenig Rolle, was wir da tatsächlich als Schaumwein im Glas haben? Aber das ist jetzt echt eine schwere Frage. Also es kommt tatsächlich auch so ein bisschen auf den eigenen Anspruch drauf an. Also ich möchte immer wissen, wo ein Produkt herkommt. Ich möchte immer wissen, was ist drin, was wurde verarbeitet. Aber das ist ja nicht nur bei Schaumwein oder bei Wein der Fall. Ich möchte es auch bei Lebensmitteln natürlich gerne wissen. Das heißt aber, dass für Sie so ein Sekt, so eine typische Massenware nicht in Frage kommen würde? Also ich will es jetzt nicht ganz schlecht reden. Sie haben ja Ihre Berechtigung, weil Sie ja große Mengen davon verkaufen. Aber wenn es vielleicht auch darum geht, Herkunft zu schmecken, dann haben wir bei diesen Marken hier tatsächlich Mühe. Weil hier kommt keine einzelne Region als Charakter aus der Flasche heraus. Unser Tipp: Achten Sie beim Kauf auf die Herkunftsangabe. Hergestellt in Deutschland bedeutet, es können Weine aus der ganzen Welt enthalten sein, vermischt werden sie aber hierzulande. Deutscher Sekt verwendet ausschließlich Weine aus deutschen Anbaugebieten. Deutscher Sekt BA steht für bestimmtes Anbaugebiet, beinhaltet also nur Rebsorten einer Weinregion, wie zum Beispiel der Pfalz. Aber ganz ehrlich, Sie erklären mir das wunderbar und ich habe das auch alles verstanden, aber mir als schon seit Jahrzehnten unterwegs seine Verbraucherjournalistin reicht das nicht. Ich würde gerne auch bei einer Massenware wissen, was ich da eigentlich trinke, weil ich eine aufgeklärte Verbraucherin bin, wie es der Gesetzgeber ja von mir verlangt. Er sagt ja immer, ich soll eine mündige Kaufentscheidung treffen. Kann ich aber nicht. Bei der Massenware gehe ich über den Preis. Und es geht gar nicht vom Geschmack. Ich trinke gerne Massenware. Ja. Doch das Supermarktregal bietet Alternativen. Also es gibt erstmal drei klassische oder wie soll man sagen, drei Herstellungsverfahren, wie man Schaumwein herstellen kann. Das eine ist dieses industrielle Verfahren, das sind dann riesige Tanks, das ist tatsächlich dann die Massenware. Und die zweite Variante ist eben eine Flaschengärung. Da ist dieser Grundwein oder die Grundweine, in dem Fall ein Rieslingwein, hier in die Flasche gekommen und dann hat man noch ein bisschen Hefe und Zucker dazu reingemacht, man hat das dann fest verschlossen und dann hat eine weitere Gärung, eine sogenannte zweite Gärung, angefangen, wo dann eben die Kohlensäure stattfindet. Und das passiert oder alles nicht in der stattfindet, Flasche. Wo die Kohlensäure entsteht. Und das passiert in einer Flasche, aber nicht in dieser. Ach so, okay. Es gibt nämlich noch mal einen kleinen Unterschied zwischen nur Flaschengärung, wie es hier eben draufsteht, oder
traditionelle Flaschengärung. Ach, waren Sie doch. Ja, doch. Den Unterschied habe ich noch nie gelesen. Ja, doch, traditionelle Flaschengärung, das ist das, was uns Fachleute so das Herz auch höher schlagen lässt, weil da ist diese sogenannte zweite Gärung tatsächlich in dieser originalen Flasche. In dieser Flasche passiert. Genau, also in der Flasche, aus der ich dann nachher auch die Gläser ausschenke. Ob man diese Handwerkskunst auch schmeckt? Wir vergleichen einen Sekt aus der Tankgärung für knapp 6 Euro mit einer dreimal so teuren, traditionellen Flaschengärung. Achten Sie wirklich mal auf das Mousseux, auf die Perlage. Ja, die ist hier sofort weg. Die ist relativ schnell weg. Mhm. Also sie ist da, aber sie ist relativ schnell weg. Und wenn Sie hier einen kleineren Schluck nur nehmen, dann ist das doch gleich ganz anders am Gaumen. Das stimmt. Und es schmeckt einfach weiniger. Also ja. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Vermutlich nicht. Aber Sie wissen, was ich meine, ne? Meine Philosophie ist, schmeckt oder schmeckt nicht. Und mal ganz ehrlich, es kommt immer auf den Anlass an. Wichtig, die richtige Trinktemperatur. Die liegt bei 6 bis 8 Grad. Ganz wichtige Frage für mich, wie lange kann ich Sekt denn lagern? Auch Champagner beispielsweise. Grundsätzlich ist es so, Schaumwein ist fertig an dem Tag, wo er ins Regal kommt. Und er ist nicht dafür gemacht, dass er alt werden kann. Er wird auch nicht wirklich besser. Das gilt generell für alle Schaumweine, habe ich jetzt gelernt. Und ich habe sowieso total viel über Sekt gelernt. Und vielleicht laden Sie mich ja irgendwann mal ein. Ich werde in der Mittelklasse landen, glaube ich. Aber darauf können wir noch mal einen Schluck vom... Unbedingt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das war sehr erhellend für mich. Zurück in Düsseldorf lasse ich mich mit echtem Schweizer Raclette verwöhnen. Das ist jetzt die klassische Weise, wie ihr Schweizer, bevor der Käse in die Pfännchen kam, Raclette macht. Also das ist die klassische Variante, wo wir Schweizer, sage mal die Walliser, das Raclette ist erfunden worden im Kanton Wallis. Mhm. Und zwar direkt an einem Lagerfeuer wurde der Käse so auf einen Stein gelegt, so einen halben Käse. Und dann ist der Käse schön geschmolzen. Okay. Heute braucht man dafür natürlich kein Lagerfeuer mehr. Das halbe Käserad wird unter Grillstäben eingespannt, gebrutzelt und dann abgeschabt. Den Rand kann man bei Raclette-Käse bedenkenlos mitverzehren. Das sieht genau aus wie früher in den Heidi-Zeichentrickfilmen, wenn die den Käse da vom Großvater so aufs Brot oder auf die Kartoffeln gekriegt hat. Wahnsinn. Dafür hat sich das schon gelohnt, hier hinzukommen. Das ist so, also es ist Genuss echt lecker. Und schön cremig. Ja? Mm, super lecker. Aber trotzdem ist er natürlich aufwendig, so einen riesen Teil zu haben. Und einer muss immer da stehen. Deswegen hat sich ja irgendwann mal einer den Raclette-Grill ausgedacht, wo jeder sein eigenes Fännchen hat. Und da kommen wir gleich zu. Da gibt es nämlich auch ein paar andere Varianten als die üblichen. Yvonne bereitet heute ein fruchtiges Curryhähnchen mit Cheddar im Pfännchen zu. René zaubert für uns ein Lachsforellenfilet mit einer Knusperhaube aus Semmelbröseln und Parmesan. Yvonne mischt alle Zutaten bis auf den Käse in einer Schüssel und schichtet die Mischung dann mit Tomaten und Cheddar in ihrem Pfännchen. René schneidet seinen Fisch in Stücke. Für die Panade braucht er Semmelbrösel, Senf, Parmesan und ein Ei. Und jetzt kann man da noch ein bisschen von diesem Sardellenfilet mit reingeben. Man kann es entweder oben drauf legen oder man kann es auch direkt in die Panade reingeben. Ne? Ich mache es da ein bisschen da mit rein. Und getrocknete Paprika waren das. Und das waren jetzt Tomaten. Ach, paar Tomaten in Öl eingelegt, in Streifen geschnitten. Ich mache das mit in die Panade rein. Der Fisch wird mit der Parmesanmischung bestrichen und kommt dann in den Grill. Nach ein paar Minuten sind die Pfännchen probierbereit. Super lecker. Mmh. Oder? Man merkt das direkt beim Anschneiden, dass der Fisch genau auf dem Punkt ist. Ja? Und was ich total gelungen finde, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht beim Rezept, sind die Sardellen, die da mit drin sind. Mmh. Weil die noch mal so das noch mal so richtig schön anfeuern. Und boah, man hat diesen ganzen Umami-Geschmack im Mund. Ob Yvonnes Pfännchen da mithalten kann? Mmh. Boah, das ist auch lecker. Mmh. Da muss ich mich jetzt mal selber loben. Das mit der Minze, ein Knaller. Richtig gut. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Mhm. Ist gut, ne? Erst denkt man, im ersten Moment könnte man denken, könnte was süß sein. Und dann kommt die Schärfe von der Seite. Und dann ist es genau richtig. Die Marinade ist sehr gut gemacht. Oder? Ja. Zwei effektvolle Varianten für den nächsten Raclette-Abend, die sich sehen lassen können. Und mit denen kann man seine Gäste nicht nur zum Jahresende, sondern das ganze Jahr über verwöhnen.
Gutes Stichwort. Familie Prein ist mittlerweile beim dritten Kombigerät angekommen. Mit 279 Euro ist das Modell von WMF das teuerste im Test. Ob das was heißt? Beim Fernsehen würde ich sagen Ambilight. Wie das jetzt hierbei heißt, weiß ich nicht. Finde ich aber sehr schick. Na, Hauptsache unsere Tester lassen sich vom schönen Schein nicht blenden. Oh. Dieses Gerät hat zwei Ebenen. Und zwar, hier auf der oberen Ebene ist dann wohl die Heizspirale und hier auf der unteren Ebene ist eine Parkebene. Da kann man die Fähnchen abstellen, wenn man sie nicht braucht. Das finde ich wunderbar. Und wie ist die Hitzeverteilung? Ich hole jetzt auch mal alle drei an dieser Seite raus, da kann man das mal sehen. Ich habe mal eins ein bisschen voller gemacht, das ist das in der Mitte. Also hier sind sie eigentlich alle drei recht gleichmäßig gebräunt. Hier vorne der mit dem Nurkäse, der zerläuft schon richtig gut. Ja, da muss ich jetzt aber auch sagen, den hatte ich erst in der falschen Ebene stehen. Ich habe den aus Versehen auf die Parkebene geschoben. Dann schauen wir mal, wie das hier runtergleitet. Das funktioniert wirklich hervorragend. Es ist halt wirklich angenehm, dass hier diese abgeflachte Kante ist. Ich würde mal sagen, läuft wie geschmiert. Auch die Grillplatte liefert gute Ergebnisse. Und wie sieht es jetzt mit dem Fondue aus? An jeder Ausbuchtung ist so eine kleine Gummidichtung, sag ich jetzt mal. Und da soll man erst das schmale Teil so einführen, dass das richtig gerade steht. Und dann mit dem dickeren bleibt es dann praktisch in dieser Halterung und steht sicher, sodass die Gelchen, das werden wir sicherlich gleich auch alle sehen, nicht so wild durcheinander wabbern, wie das bis jetzt immer der Fall war. Die unterschiedlichen Farben helfen dabei, dass jeder seinen Spieß wiederfindet. Oh, das sieht aber gut aus. Ich habe auch also das Stück wieder, was ich auch haben wollte. Und so kann man jetzt reihum das alles entnehmen, ohne dass hier irgendwelche Interessenskonflikte bestehen. Finde ich richtig gut. Und der Spritzschutz hat eigentlich im Großen und Ganzen recht gut funktioniert. Ist ein klein wenig hier hochgekommen, aber es ist jetzt nichts Großartiges passiert. Das kann man bei einem Gerät für knapp 280 Euro aber auch erwarten dürfen. Welche Modelle die Preins am meisten überzeugt haben, erzählen Sie mir später. Eine schön gedeckte Tafel, passend zum Anlass. Wer als Gastgeber so richtig Eindruck schinden will, der tischt Deko auf. Doch wie geht das mit möglichst wenig Aufwand und Zeit? Das erfährt Yvonne heute von Tischdeko-Bloggerin Birgit Wilbois aus Münster. Tischlein deck dich. Nachhaltig, günstig, selbstgemacht. Ja, ein festlich gedeckter Tisch, der gibt natürlich den Gästen das Gefühl, besonders herzlich willkommen zu sein. Was das jetzt mit stinknormalen Nudeln und mit den anderen Zutaten zu tun hat, das erklärt mir Birgit Wilbois. Herzlich willkommen, also Bloggerin und ganz viel in Sachen Tischdekoration und Tischkultur unterwegs. Ja, genau. Erstmal so zu Beginn, muss man Gott weiß wie viel Geld ausgeben, um einen Tisch schön zu gestalten? Nein, also ich habe für das, was ich heute vorbereitet habe hier für unsere Zuschauer, habe ich überhaupt kein Geld ausgegeben. Also das Einzige, was ich gekauft habe, sind wirklich ein paar Lichterketten. Alles andere hatte ich zu Hause. Was hat denn Tischdecken mit Gastfreundlichkeit zu tun? Was hat das mit Kultur im weitesten Sinne zu tun? Ich fühle mich immer gleich herzlich willkommen, wenn irgendjemand, wenn ich sehe, hat sich Mühe gemacht und nicht irgendein Sammelsurium aus dem Schrank geräumt, einfach nur Teller drauf, fertig. Also ich finde, es ist so ein bisschen mit Liebe gemacht. Es muss wirklich nichts kosten und es ist auch nicht viel Arbeit. Und was ich ganz wichtig finde, es kann wirklich jeder. Mein Tipp, beim nächsten Spaziergang einfach die Augen nach schönen Naturmaterialien offen halten oder die Obstschale für bunte Farbakzente plündern. Ein Gedeck haben wir schon vorbereitet. So, und jetzt sieht das ja also schick aus, hätte ich jetzt gesagt. Mein Name steht drauf, ich weiß genau, wo ich mich hinsetzen soll. Mhm. Wie ist das genau gemacht? Vielleicht können wir uns das einmal angucken. Und du zeigst mir einmal, wie du dieses Palmblatt gemacht hast. Ja. Dafür schneidet Birgit ein Stück Packpapier zu einem spitz zulaufenden Halbkreis zurecht und faltet es immer abwechselnd bis zur Spitze. Mit einer Lochzange oder einer Schere ein Loch in die Mitte machen und einen Holzspieß durchschieben. Die Seiten mit Kleber beschmieren, dann nur noch umklappen und auffächern. Mit einem Namensschild versehen wird aus dem Palmblatt ein Platzkärtchen.
Also ich finde ja, das ist eine ganz einfache und wirklich effektive Art, Sachen weiterzuverwenden. Ja, genau. Eine kleine Platzkarte. Ne? Jeder weiß, wo er sitzen. Und ich meine, mancher möchte auch keine Platzkarte. Und mit 4 Leuten oder so macht es auch nicht immer unbedingt Sinn. Aber dann kann man ja schreiben, herzlich willkommen oder schön, dass du da bist oder irgendwie was anderes. Mhm. Also wenn man jetzt nicht mit Platzkarten arbeiten möchte. Ne? Und der Fantasie sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Also ich kann so einen Fächer auch aus alten Buchseiten machen oder aus Zeitungspapier machen oder, das habe ich schon mal gemacht, aus dem Horoskop desjenigen, der da sitzt. Mein Last-Minute-Geschenk-Tipp, Wein oder Sekt zusammen mit einer kleinen Lichterkette verschenken. So wird aus einer leeren Flasche bis zum Recycling noch ein echter Hingucker auf der Festtafel. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit, alte Kerzenreste wieder einschmelzen. Dafür einfach eine Konservendose in ein Wasserbad stellen und die Kerzenreste darin erhitzen. Als Gefäß dient ein leeres Pesto-Glas. Den Docht gibt es im Bastelladen zu kaufen. Was ist denn aus deiner Sicht der Vorteil, jetzt Kerzen selbst zu gießen? Also Kerzen ist schon irgendwie auch wichtig für die Gemütlichkeit. Aber dass das nicht wirklich nachhaltig und umweltbewusst ist, das wissen wir ja mittlerweile alle. Deswegen kannst du ja besser mal irgendwie eine schöne Kerze kaufen und alle Reste, die da sind, einfach aufbewahren und sich hinterher daraus neue Kerzen gießen. Und so kann man so schön gestalten. Auch das ist wieder eine tolle Geschenkidee, wenn man mal irgendwo ist, dass man das mitbringen kann. Und das ist einfach wesentlich nachhaltiger und auch dekorativer als das mit den Aluhülsen. Die fertigen Gläser lassen sich je nach Anlass noch verzieren. Jetzt kann endlich dekoriert werden. Birgit und Yvonne gestalten jeweils einen Tisch. So, ich wäre jetzt fertig mit dem, was da ist. Ja, super. Was sagt die Fachfrau? Ja, super. Ich finde es richtig schön. Was findest du schön? Also, was ich richtig schön finde, ist wirklich diese umgedrehten Weingläser. Das hat auch wirklich jeder zu Hause und da kann man wirklich richtig toll was machen. Du könntest ja auch ein Teelicht oben drauf stellen, wenn du jetzt sagst, nochmal Kerze. Also, ist richtig schön. Also, kann man dekorieren, wie man möchte, mache ich tatsächlich öfter. Mhm. In der Weihnachtszeit kommt dann da eine schöne Kugel drauf. Ja, oder genau. Da unten auch oder noch unten was Glitzern, runter, ne? Glitzerndes. Genau. Ja. Ich weiß, dass viele Leute natürlich eine Sperre haben und das ist auch richtig, weil ich jetzt hier mit Lebensmitteln dekoriert habe und auch mit Nudeln. Ich habe aber tatsächlich ein Deko-Pasta-Glas zu Hause. Wenn ich eine Pasta-Party mache, dann dekoriere ich damit und theoretisch hat es auch gar keine hygienischen Einwände, wenn ich die Nudeln nachher noch koche, weil die werden bei 100 Grad gekocht, da kann nichts mehr passieren. Und was sagt Yvonne zu Birgits Tisch? Der ist schön opulent. Das ist mehr so, also meiner ist fürs Mittagessen, hätte ich jetzt gesagt, für so einen klassischen Lunch. Aber das ist hier ein schönes Dinner, oder? Genau, da gehört jetzt auch noch Rotwein in das Glas. Richtig. Ne? Genau, und ich meine, für ein klassisches Mittagessen brauchen wir nun auch wirklich keine Platzkärtchen. Aber wenn jetzt wirklich die Gäste kommen, und dann können sie schon gleich wissen, wo sie sich hinsetzen. Ja, das ist auch immer gut. Dann ist die erste Unsicherheit schon weg. Genau. Und du hast das einfach auch eine schöne Mitte gemacht. Das ist auch immer gut, ne? Dass man sowas hat, was in der Mitte ist und wo das Auge auch mal ein bisschen suchen und ein bisschen verweilen kann. Ja, genau. Gefällt mir richtig gut. Was ist dir denn noch wichtig beim Tischdecken? Ich meine, du hättest das ja jetzt auch in die Mitte stellen können. Ja, das sollte man nicht machen. Also es gibt natürlich wirklich schöne Blumensträuße und so, aber nichts ist schlimmer, als wenn man dem Gegenüber also nicht ins Gesicht schauen kann. Wenige Handgriffe, großer Effekt und das mit Dingen, die jeder zu Hause hat. So liebe ich das. Ja, also vielen, vielen Dank, Birgit. Das ist noch mal für mich noch mal eine neue Inspiration. Einfach, dass man gar nicht vieles braucht, um so einen Tisch so richtig schön herzurichten. Genau, es muss überhaupt nicht teuer sein und einfach die Sachen nehmen, die man eh zu Hause hat und dann ein bisschen Kreativität und dann läuft es schon. Also nichts von dem, was ich heute gezaubert habe, braucht viel Geschick. Aber, und das habe ich und das nehme ich auch auf jeden Fall mit heute gelernt, man braucht Herz. Ein bisschen Herz, ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit und dann fühlen sich die Gäste gleich noch viel wohler. Danke für die Inspiration, vielen Dank. Ja, total gerne. 3 Geräte wurden von Familie Prein geprüft. Zeit für ein Fazit.
Fondue, Raclette und Grillfunktion konnte diese Kombination unsere Tester Moni und Lothar überzeugen. Tja, Raclette oder Fondue, das ist hier die Frage. Man könnte schon fast sagen, die Streitfrage in vielen Familien. Aber da haben die Hersteller sich was ausgedacht, und zwar Kombigeräte. Und Moni und Lothar Prein, hallo, schön, dass ihr immer wieder beim Haushaltscheck dabei seid. Ihr habt das Ganze für mich getestet, auf Herz und Nieren sozusagen. Ja. Ich habe schon gehört, ihr habt tagelang, wir können schon mal einschalten, ja, machen wir. Stunden damit verbracht, zu gucken, welches Gerät denn jetzt das Beste ist. Ja, dreimal die Woche Raclette. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Was ist euch denn aufgefallen? Bei dem Gerät kannst du den Topf runternehmen, regelrecht. Der ist aber auch frei verschiebbar darauf. Nicht ganz so gut, wie wir festgestellt haben. Dieser Topf hat eine Verjüngung nach unten, sodass du da nur eine geringe Auflagefläche für den Topf hast. Hier hast du einen Topf, der voll aufliegt und einen eigenen Kontakt dabei hat, wo du auch dementsprechend schnell aufheizen kannst. Das hört sich für mich so an, als wenn jetzt vom Handling fürs Fondue das eckige Gerät am besten gewesen wäre, das viereckige. Ja, nicht nur vom Handling, sondern wenn du dieses Gerät getestet hast, musst du, um das Fondue zu machen, die Platte auch anheizen. Weil du nur eine geringe Heizfläche hier hast, brauchen die Wärme hier auch noch, um wirklich auf Temperatur zu kommen. Demzufolge fängst du im Raum auch letztendlich tierisch an zu schwitzen. Du sitzt hier, möchtest nur Fondue machen und das ganze Ding hier ist heiß. Ja. Und du brauchst es ja eigentlich gar nicht. Nee, also wenn du nur Fondue machen willst, eben überhaupt nicht. Ne? Nee, habt ihr denn festgestellt, wenn wir mal kurz beim Fondue bleiben, ob das auch unterschiedlich gut funktioniert hat? Zum Beispiel hier, wenn du da alle Gabeln drin stecken hattest, dann hast du ein Karussell gehabt. Da hast du das Fleisch verloren, das war dann unten drin. Weil du hast hier ja nur diesen kleinen Topf, der da unten ist. Ja, da trifft sich alles. Und dann hast du alle Gabeln da drin, die vermischen sich unten bunt durcheinander. Und dann ist ja auch nicht mehr viel, musst du dein Fleisch erstmal da rausangeln. Habt ihr auch oben auf den Platten gegrillt, also Fleisch und ja, alles haben wir Mögliche auch gemacht. Drauf wir haben da auch mal Gemüse gegrillt, Fleisch drauf gegrillt. Hier bei diesem Gerät und bei dem kriegt das Grillgut ja so eine schöne, so eine Rille, so eine Marmorierung, bei dem ist es nicht. Was ich ja gut finde, bei dem hier, sage ich jetzt mal, wenn ich es mir einfach jetzt nur angucke, ne, bei dem hier, wo ich den Topf abnehmen kann, wenn ich halt kein Fondue machen will, kann ich die Fläche auch noch nutzen, um da Fleisch oder Zwiebeln oder Pilze oder irgendwas drauf genau, zu machen. Fanden das wir auch kannst gut. du aber bei dem aber auch sehr gut machen, weil du da diesen Stein hast, diesen... Ja. Das hier? Genau. Das legst du einfach auf, da kannst du in der Mitte drauflegen, wird auch vernünftig warm, ist total klasse. Der direkte Vergleich der Pfännchen zeigt, beim günstigsten Gerät ist der Käse am schnellsten braun geworden. Hier hat den Preins die Geräteform am besten gefallen. Würde denn für euch so ein Kombigerät überhaupt in Frage kommen? Eher nicht. Nein. Warum nicht? Nein. Entweder machen wir Fondue oder wir machen Raclette, beides zusammen. Auch vom Ablauf, den du in der Küche hast, was du alles brauchst und so weiter. Das ist doch ein bisschen unterschiedlich. Und nee. Aber wir sind jetzt auch sowieso nicht die Fondue-Freunde. Okay, deswegen käme das nicht. Aber wenn ihr euch jetzt, also es gibt ja auch Leute, deswegen haben die Geräte schon diese Berechtigung, die einfach nicht so viel Platz haben, ne? Die dann das noch und das, das noch. Das habe ich mir auch überlegt. Wenn man sich jetzt eins kaufen würde von allen, da müsste ich wirklich überlegen, entweder das oder das. Und zwischen den beiden Geräten besteht aber so ein großer Preisunterschied, dass ich für diese seltenen Momente, wo ich Fondue machen würde, wahrscheinlich zu dem Gerät tendieren. Zu dem günstigsten tatsächlich. Ja, ja. Das schönste Gerät und das komfortabelste ist das. Zwar konnte das teure Gerät von WMF mit seinem Parkdeck und der Arretierung der Fondue-Gabeln glänzen, knapp 280 Euro ist es den Preins dennoch nicht wert. Die Form der Pfännchen und der schmale Fondue-Topf des mittelpreisigen Modells konnten die Familie auch nicht überzeugen. Das günstigste Gerät muss wegen des losen Topfes mit Vorsicht genutzt werden, reicht für die Bedürfnisse der Familie aber aus und ist mit knapp 40 Euro für jeden erschwinglich. Ich gebe dir ein kleines Schlückchen, ne? Das ist schön. Lothar, ich komme jetzt von der falschen Seite, das ist mir bewusst, aber dann bin ich schneller soll ich bei dir. Genau, danke schön. So, wir haben im Grunde genommen ja fast alles, was man braucht für eine richtig gute Feier. Wir haben einen schönen Sekt. Wir haben einen schön dekorierten Tisch und wir haben euren Preis-Leistungssieger hier dabei. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass wir uns zuprosten und uns einen schönen Abend wünschen. Machen wir. So, schönen Abend. Weil, soll ich Ihnen mal was sagen? Das ist alles total wichtig, ne? Auch die Atmosphäre und so. Aber ein Fest lebt von seinen Gästen. Und wenn man mit guten Freunden zusammen feiert, dann kann im Grunde genommen gar nicht mehr viel schief gehen. In diesem Sinne, Prost und auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Zum Wohl.